Für die Piratenfraktion erteile ich als nächstem Redner Herrn Kollegen Schwert das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne und an den Mattscheiben. Wir Piraten haben von Anfang an deutlich gemacht, wo unsere Schwerpunkte bei der Überarbeitung des Landesmediengesetzes liegen. So wie wir es seit Jahren für alle Aufsichtsgremien von Rundfunk- und Medienanstalten fordern, wollen wir mehr Transparenz in deren Arbeit erreichen und die Gremien selbst staatsferner gestalten, als das bisher der Fall ist. Diese Forderung haben wir für den WDR-Rundfunkrat selber umgesetzt. Wir haben die Position öffentlich ausgeschrieben und daraufhin den unserer Einschätzung nach am besten geeigneten und politisch unabhängigen Experten benannt. Die staatsferne Zusammenarbeit, auch der LFM-Medienkommission war einer unserer zentralen Forderungen. Im März diesen Jahres, als der Gesetzentwurf der Landesregierung schon auf dem Tisch lag, hat uns das Bundesverfassungsgericht hier Schützenhilfe geleistet mit seinem wegweisenden Urteil zur Zusammensetzung des ZDF-Fernsehrates. Das Gericht hat bestätigt, was wir schon lange fordern: die Gremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, aber eben auch die Gremien der Landesmedienanstalten müssen staatsfern zusammengesetzt werden. Eine weitere wichtige Forderung unsererseits war, dass auch ein Vertreter der Netzbürger in diesen Gremien vertreten sein muss. Uns war zwar bewusst, dass man nicht einfach irgendeine Gruppe per Gesetz aussuchen kann. Wir haben deswegen vorgeschlagen, dass sich Gruppen oder Einzelpersonen initiativ um eine Mitgliedschaft in der LFM-Medienkommission bewerben können, so wie wir das Verfahren schon für unser WDR-Rundfunkrat-Mitglied durchgeführt haben. Insofern freut es mich wirklich, dass wir gemeinsam im Landesmediengesetz verankern konnten, dass sich auch Gruppen und Einzelpersonen beim Landtag bzw. bei der LFM bewerben können. Dies ermöglicht tatsächlich, den netzpolitischen Initiativen sich einzubringen. Das Gleiche gilt für die Frage der Karenzzeitregelung, die wir in den Verhandlungen zum Änderungsantrag anrichten. Jetzt ist sichergestellt, dass ausscheidende Mitglieder der Medienkommission 18 Monate lang keine Tätigkeiten ausüben dürfen, die im Widerspruch zum vorigen Mandat stehen. Diese Abkühlphase wird sicher dazu führen, dass Interessenkonflikte abnehmen. Natürlich haben wir, und das wird niemanden überraschen, auch die von Herrn Professor Holznagel in der Anhörung geäußerte Idee aufgegriffen, nämlich die LFM mit der Aufgabe der Überwachung der Netzneutralität zu beauftragen, soweit diese die Vorgaben des § 2 des Landesmediengesetzes betreffen. Hier bestand im Anschluss an unsere Anregung zumindest im Ausschuss fraktionsübergreifende Einigkeit, dass das sinnvoll wäre. Auch dazu konnten wir nun eine Regelung im vorgelegten Änderungsantrag einbringen. Ein weiteres Thema möchte ich noch ansprechen, nämlich die viel diskutierte Stiftung Vielfalt und Partizipation. Ich habe schon im Ausschuss gesagt, eine Regelung, dass die LFM auch für Aus- und Fortbildung in Medienberufen zuständig ist, gab es auch im derzeit noch geltenden Gesetz von Schwarz-Gelb. Insofern fand ich die Diskussion darüber an einigen Stellen etwas befremdlich. Natürlich muss man über die genaue Ausgestaltung reden, Stichwort Staatsferne. Aber grundsätzlich in Abrede zu stellen, dass die LFM in diesem Bereich überhaupt tätig sein soll, das war schon sehr merkwürdig. Wir haben von Anfang an abgelehnt, dass eine Landesstiftung etabliert werden soll, in der die Regierung unmittelbaren Einfluss auf journalistische Arbeit nehmen könnte. Davon wurde glücklicherweise Abstand genommen. Aber der LFM einen Rahmen an die Hand zu geben, den Umwälzungsprozess in der Medienlandschaft zu begleiten und die Entwicklung vor allem von Online-Journalismus zu unterstützen, halten wir für vollkommen richtig. Insofern haben wir auch mit einer gewissen Erleichterung zur Kenntnis genommen, dass mit der Formulierung im Rundfunk und in den vergleichbaren Telemedien, also dem Internet, genau dies als inhaltlicher Schwerpunkt der Arbeit der Anführungszeichen-Stiftung nun festgeschrieben wird. Zum Schluss möchte ich noch kurz anbringen, was aus unserer Sicht darüber hinaus noch wünschenswert gewesen wäre. Wir haben vorgeschlagen, dass der Zwang zur Nutzung der deutschen Sprache im Bürgerfunk entfallen solle. Das hätte ermöglicht, dass sich auch Migrantinnen und Migranten in ihren Muttersprachen in den Bürgerfunk hätten engagieren können. Es wäre eine weitere Zielgruppe des Bürgerfunks entschlossen worden. Ein weiterer kleiner Schritt zur Anerkennung einer bunten Gesellschaft. Der Bürgerfunk hätte von weiteren Hörerschichten profitiert.
Es bestehen jedoch rechtliche Bedenken in den Redaktionen, die ja letztlich die Verantwortung für die ausgestrahlten Beiträge tragen, die sie dann aber unter Umständen nicht verstehen würden. Diese Bedenken teile ich persönlich zwar nicht, erkenne sie aber an. Vielleicht findet sich ja später noch eine Lösung. Und als letzten Punkt abschließend, wir hätten uns gewünscht, der LFM die Möglichkeit zu belassen, auch im Internet verbreiteten Hörfunk zu fördern zu können, wohlgemerkt. Eine Pflicht zur Förderung besteht darin ja nicht. Alles in allem aber sind wesentliche Punkte unserer Forderungen aufgenommen worden. Wir haben uns deshalb entschieden, diesen Änderungsantrag gemeinsam zu stellen und dem so geänderten Gesetz dann zuzustimmen. Ich freue mich sehr über die stattgefundene erfolgreiche Zusammenarbeit. Dass dieser Änderungsantrag am Tag vor der abschließenden Debatte reichlich spät kommt, ist absolut richtig. Insofern ist der Wunsch nach weiterer Beratung nachvollziehbar. Die Chance, parteiübergreifend gemeinsame Lösungen zu finden, die sollte immer ausreichend Zeit und Raum gegeben werden. Einer Rücküberweisung in den Ausschuss können wir daher ebenso auch zustimmen. Zum Schluss noch einige Worte zum Antrag der FDP-Fraktion zur Möglichkeit von gemeinnützigem Journalismus. Die Idee zusätzlicher Möglichkeiten zur Unterstützung investigativen Journalismus hat Charme. Natürlich stimmen wir der Überweisung in den Ausschuss zu. Wir werden dort sehr genau prüfen, dass mit einer solchen Initiative nicht genau die Verlage subventioniert werden, die kurz vor der Pleite stehen, weil sie sich seit Jahren neuen Geschäftsmodellen verweigern. Neue Ideen, unabhängigen und investigativen Journalismus im digitalen Zeitalter zu unterstützen, so als Beispiele genannt den Krautreporter oder das Korrektiv, machen aber tatsächlich Sinn. Vielen Dank. Vielen Dank.